Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zum Let's Build von Shopping Time hier in unserem fabrikähnlichen Shopping Center. Und ja, wir nähern uns so langsam der Fertigstellung allgemein des Hausgrundbaus jetzt hier in der Folge, soweit ich gesehen hatte. Ich glaube, in der nächsten Folge ist noch ein bisschen. Habe jetzt aktuell auch gar nicht mehr so viel Videomaterial, was jetzt das Let's Build jetzt hier angeht. Das heißt, ich muss mich nachher mal wieder dran setzen, beziehungsweise ich will mich nachher wieder dran setzen und dann mal schauen, dass ich das Ding ein bisschen weiter einrichte, beziehungsweise mal anfange einzurichten und so weiter. Und werde da auch mal so ein paar Dinger ausprobieren, oder wo auch die Community mich drum gebeten hatte, dass ich halt mal mehrere Kassen irgendwie platziere und schaue, dass es die vielleicht auch dann irgendwie alle irgendwie genutzt werden oder ob wirklich nur eine Kasse platzierbar ist oder auch nur eine genutzt wird. Also das werde ich dann mal schauen, mal ausprobieren, wie das Ganze vonstatten geht. Falls ihr da schon was genaueres wisst, ob das Ganze funktioniert mit mehreren Kassen und so weiter, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, probiere ich das halt einfach mal aus. Jo, es kamen ja schon wieder einige Fragen, das finde ich toll. Ich hatte jetzt noch ein paar hier auf der Liste, aber die Liste ist wieder ein bisschen länger geworden, das freut mich wirklich. Aber ihr dürft natürlich, wie immer, gerne wieder unten in die Kommentare neue Fragen an mich stellen, so, oder an Sims Fabrik allgemein, oder wie gesagt, irgendwelche Themenvorschläge, der übliche Kladderadatsch, wie immer. Ja, so was haben wir denn hier noch so. Robbelflock schrieb noch, möchtest du mal auf eine Safari fahren und magst du Koalas? Ich habe es schon öfters mal erwähnt, dass so eine Safari in Afrika oder so doch auch eins so meiner Lebensträume sind, die ich mir gerne mal erfüllen möchte. Habe ich wirklich Lust, mal wirklich die ganzen Tiere in freier Wildbahn mal zu sehen. Ne? Ich meine, im Zoo war so gut wie jeder schon mal und hat dann da halt Löwen gesehen oder Katzen, was weiß ich, Pinguine. Aber wenn ich mal so eine komplette Safari mal richtig mitmachen in freier Wildbahn, da habe ich wirklich Lust drauf. Und Koalas, jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingstier oder so. Klar, wenn man die auch mal so in freier Wildbahn sehen könnte, dann, oder was weiß ich. Habe ich die schon mal im Zoo gesehen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon. Aber sie sind knuffige Tiere. weiter geht's mit einer Frage von der Julia. Wo bekommst du deine ganzen Bauideen her? Holst du dir da irgendwo Inspiration oder baust du aus dem Kopf? Ist eine Frage, die mir eigentlich sehr, sehr oft gestellt wird. Und ich auch schon etwas beantwortet habe. Aber ich tue es jetzt natürlich auch nochmal ganz gerne. Ich baue einfach. Mir schwirrt irgendwas im Kopf rum und das setze ich dann einfach irgendwie um. Ne? Wie ich es ja immer erkläre, wenn ich ein Haus anfange zu bauen, dann stelle ich mir im Kopf so grob vor, wie es aussehen könnte. So, und dann ziehe ich die erste Wand, dann ist dieser Entwurf in meinem Kopf eigentlich schon wieder zu 80% verworfen irgendwo. Und dann ist ja meistens so, man stellt sich was vor, aber dann sieht es nachher trotzdem nicht so aus, wie es eigentlich sollte. Aber hinterher bin ich dann meistens dann doch zufrieden. Also so Inspiration oder so, vielleicht kleine Einflüsse irgendwie, von anderen Hausbauvideos, die ich mal so aufgeschnappt habe, was sich so im Kopf irgendwie festgesetzt hat, aber ich sag mal, zu 95% ist es einfach nur, frei rausbauen, spontan bauen. Sonst habe ich da keine großen Inspirationen oder so. Dann wieder die Frage, wie groß ich bin. Ey, ich glaube immer noch 1,74. Mit Glück. Oder mit Pech. Oder vielleicht schon wieder kleiner. Wer weiß. weiter noch mit der Frage von Lena Jaunik. Wenn du EA beim Erstellen einer neuen Stadt helfen dürftest, wie würde die aussehen? Wie eine Stadt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schwer zu beantworten, weil jetzt wäre das jetzt auf Sims 3 gemünzt, sag ich mal, dann würde ich sagen, doch viel bergig bauen und halt so mit so kleineren Tälern und halt so verschiedene Ebenen von Grundstücken halt. Wie man es auch, jetzt ein bestes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt von Sims 3, die Nachbarschaft Bridgeport. Da hat man ja auch ein bisschen außerhalb, ein bisschen höher gelegen halt die Grundstücke noch gehabt.
Und ja, sowas in der Art. Aber ich glaube, jetzt in The Sims 4, da ist ja auch, was wir jetzt aktuell so Nachbarschaften haben, alles so ebenerdig, ne? Ja, finde ich irgendwo auch schade. Ich meine, gut, wenn man einen Abschnitt ausgewählt hat, wo man es gerade spielt oder baut, da hat man hier und da mal vielleicht einen kleinen Hügel oder sowas, ja, aber ja, das war es dann auch, ne? So ein kleiner Stein. Wie sagt man? Ja, ein kleiner Steinhügel oder was? Mit ein bisschen Rasen drauf gestreut. Ja, wenn es wie gesagt möglich wäre mit mehreren Tälern und so weiter, dann schon sowas in der Art. Ja, ja, ja. Denke ich mal so. Dann noch Fragen von der Sporthanna. Erstens, wenn es bei Sims 4 ein Tool geben würde, wo man seine eigene Stadt, da sind wir wieder bei dem Thema, wo man seine eigene Stadt erstellen dürfte, würdest du das Tool nutzen? Wenn ja, warum und wie würde die Stadt heißen? Also wenn es in Sims 4 jetzt so ein, ja, wie in Sims 3 Create a World oder wie es hieß, geben würde, würde ich da auch, ich glaube, würde ich mich da mal ransetzen und so ein Projekt starten, dass ich da auch eine kleine eigene Welt irgendwie erschaffe, ja. Warum würde ich es nutzen? Um mal wieder ein bisschen mehr Individualität so in reinzubringen, was halt die Nachbarschaft mit rein, ja, angeht. Und vor allem, dass ich da auch was Eigenes habe, ne? Ich meine, wenn es dieses Tool geben würde, würden natürlich viele Sim-Fans, gerade auch wirklich die Sim-Fans, die auch genauso wie ich wirklich nur aufs Bauen aus sind, schon die eine oder andere Nachbarschaft rausbringen und da würde es dann wirklich wieder massig geben. Ne, ist ja genauso wie bei der Objekteerstellung, kriegt man auf diversen Seiten dann halt individuell erstellte oder ne, Content und externe Downloads halt dann für Sims 4. Und so wird es dann natürlich auch damit mit diversen Welten sein. Nehme ich mal an, gehe ich mal sehr stark davon aus. Und warum ich das nutzen würde, ja, habe ich ja gerade gesagt, meine eigene Nachbarschaft so zu haben. Halt nicht immer nur Willow Creek und Oasis Springs und so weiter. Sondern wie gesagt, was Eigenes von mir kreiert. Halt ein bisschen so auf meinem Stil irgendwie abgestimmt. Und dann das Ganze dann bestückt dann nur von Häusern oder mit Häusern dann von mir. Zweitens, wie würdest du es finden, wenn es in die Sims 4 Europastädte oder Länder geben würde? Ja, kann man so eigentlich nicht sagen, weil ich meine, selbst Oasis Springs oder Willow Creek kann man ja so nicht als wirklich große Stadt ansehen. Das sind eher für mich so kleine Dörfer, die in der Straße so gefühlt am Kreis geht und du da dann halt so ein paar Häuser dann da platzieren kannst und ja, fertig. Von daher, Frage nicht, nee. Ich würde es nur mit Nein beantworten, beziehungsweise würde ich jetzt nicht so. Es ist eigentlich gar nicht so in dem Sinne umsetzbar, so eine komplette Stadt. Das ist ja eher so ein Fall für SimCity, beziehungsweise ich sage jetzt auch heute ganz gerne für City Skylines. Das, was ja SimCity eigentlich werden sollte. Und ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Von Jambella. Sie schrieb, also mich stören die Fragen nicht. Das ist schön, das ist schön. Ich habe sogar selbst eine Frage und zwar, ist es schwer, so Häuservideos zu machen? Ich habe nämlich keine Ahnung von sowas. Und muss man sich ein Programm kaufen oder reicht für den Anfang was Kostenloses? Was benutzt du? Was heißt schwer? Jetzt diese Machart jetzt hier von dem Let's Build oder so oder von meiner Raumdesign-Serie oder sonstiges ist nicht großartig schwer, nein. Du nimmst halt dann das auf, wenn du halt gerade am Bauen bist, schneidest dann halt nachher deine Parts zusammen, wie ich es halt hier auch mache und besprecht das Ganze dann halt noch nachträglich. Man kann es natürlich auch in Echtzeit direkt kommentieren, wie es auch beim Let's Play und so weiter der Fall ist. Das ist jetzt keine große Sache, sag ich mal. Ich meine, wenn es jetzt so eine große Sache wäre, dann wäre es mir, glaube ich, nicht möglich, jeden Tag eine Folge zu bringen, weil dann wäre einfach der Aufwand zu groß. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jeden Tag ein großes Hausvideo bringen wollen, wie man sie halt von mir kennt, ne, mit Zeitrafferaufbau und Vor- und Nachspann, kleiner Story und so weiter und so fort, das ist schon wieder was anderes. Ich meine, an diesen Videos sitze ich teilweise, wenn es hochkommt, 7 bis 10 Tage. Also da steckt da schon einiges mehr hinter. Es ist auch dann noch ein bisschen mehr in dem Video halt so verbunden.
Da sieht man ja Punkt 1, wenn ich es dann halt mache, den Zeitrafferaufbau von dem Video, dann sitze ich vielleicht noch vor der Kamera, beziehungsweise hocke mich oben da auf in mein Dachbodenstudio vor dem Greenscreen und nehme mich da auf und schneide mich ins Video rein vor mein Häuschen oder so. Ja, es kommt immer ganz drauf an, wie aufwendig man das Ganze gestaltet. So, und gerade meine Hausvideos, erstelle ich schon sehr gerne aufwendig. Und das, ja, wie gesagt, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und da brauche ich schon mal so, wie gesagt, 7 bis 10 Tage, bis so ein großes Video fertig ist. Ja, und ein Programm, musst du nicht direkt kaufen, du kannst da auch mit dem Windows Movie Maker anfangen, aber nicht so prickelnd finde ich das Programm. Aber jetzt, wie heißt das? Magix Video Deluxe oder so ähnlich. Kriegt man auch schon für ein paar Euros. Ist auch nicht so teuer. Und damit kann man schon ein bisschen mehr anfangen. Auch ein bisschen was mit Effekten arbeiten und so weiter und so fort. Aber da ist halt jeder freigestellt. Was ich benutze, also für meine Videos zum Videoschnitt und so weiter und so fort, nutze ich Adobe Premiere Pro CC. Da habe ich das Glück gehabt, durch die Werbeagentur, wo ich damals, bevor ich krank geworden bin, gearbeitet habe, habe ich dort halt eine Lizenz bekommen und kann es demnach hier halt auch nutzen. Und für meine Stimmenaufnahme, also das Voice-Over, was ich jetzt gerade aufnehme, nutze ich Adobe Audition, für Effekte und so weiter, Adobe After Effects und für Bildbearbeitung halt ganz normal Adobe Photoshop. Ja, wir sind schon lange wieder in der Endcard und ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Fragen irgendwie beantworten können, ne, die ihr mir so gestellt habt, aber wie gesagt, gerne wieder neue Fragen in die Kommentare reinklöppeln. So, wie spät haben wir es jetzt? 10 nach 12. Ja, dann ist ja noch Zeit, dann werde ich gleich auf den Stream springen. Gut. Bisschen blöd jetzt, wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich nicht mehr streamen. Aber, ja gut, ich guck mal so raus, graue Wolken. Vielleicht haben wir Glück und ich bin heute Abend auch noch auf dem Stream online. Könnt ihr gerne vorbeischauen auf twitch.tv/simsfabrik. Den Link findet ihr auch direkt bei mir im Kanal oben im Header da so. Da ist ein kleiner Button von Twitch, da könnt ihr draufklicken, auf meinen Kanal gehen und mir dort eventuell folgen, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen, wenn wir uns da auch mal sehen und da ein bisschen quatschen können und so weiter und so fort. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ne, macht es gut, bleibt sauber und hauen Sie rein. Tschüss.